So, das heißt Perlholzklippen. Sind als nächstes dran. So. Der könnte halt hier irgendwo sein, der Typ. Der Vitrak. Mit noch mehr Vitraks. Da ist der Vitrak. I shall be discreet. Die eine gute Sache, Exarch Vitrax halt nicht viel aus. Die schlechte Sache, ja. Gelähmt, verschreckt, alles Mögliche. Ich weiß nicht, habe ich irgendwas, was mich davor schützen kann? At once. Und was auch immer das gerade war, ich denke mal, ihr habt es gesehen. Ein komischer Effekt. I'll see what I can find. I'm here. What? Hey. I'm here. Ready, Watcher. Following your lead. Aber ja, ein bisschen aufteilen, dass sie nicht alle auf einmal treffen, ist auch eine vielleicht eine, keine schlechte Idee. Yes. How may I help? Ah, thank God that's locked. Okay, du bist gerade betäubt. Das ist nicht gut. Let's undo. Haben wir einen Schwerverletzten gehabt, ne? So, gegen zwei Ogre hat er wiederum keine Chance. Denke ich mal. Absolutely. So. Yes. Oh, einzigartige leichte Rüstung.
Oh, Mönchsrüstung. Oh, das weiß ich schon, wer das nachher kriegt. Und jede Menge Vita-Kirne. Attributsboni. Ich krieg ja schon Attributsboni, gell? Vielleicht etwas Gewandtheit. Bei Entschlossenheit kriege ich ja auch durch viele Sachen. So. Oh ja, Alof. Guck mal, was gibt es Schönes in diesen Büchern? Okay, was hier drin ist, das kennen wir alle schon. Ja, und das sieht eigentlich ganz okay aus. So, können wir mal kurz nach Ondras Geschenk, in der Hoffnung, dass wir abends dort ankommen. Was wir allerdings nicht werden, denke ich mal. Nach 20 Stunden, 16 Uhr. Nee, müsste es irgendwann mittags sein. Yep. Es ist 11 Uhr morgens. Da wird er nicht hier rumstehen. Leider. Nein. Wo könnte ich mal schnell hinreisen, was 9 Stunden hin und zurück sind? Ja, mal kurz auf die Waldlandebenen und wieder zurück. Ich will nämlich diesen Edelsteinhändler ein paar Edelsteine abkaufen. Gerade Saphire könnten wir gebrauchen. So, und jetzt nochmal zu Ondras Geschenk zurück. So, das sieht doch besser aus. Es ist 20 Uhr. Die verhüllte Gestalt kommt wieder aus dem Schatten und dieses Mal lächelt sie. Sei gegrüßt, Freund. Möchtest du Geschäfte treiben? Ja, lass sehen, was du hast. Ich nehme mal all deine Saphire. Ach, dein Adra nehme ich auch mal. Deine Diamanten. Und deine Rubine. Dankeschön. So, jetzt haben wir Zeug, mit dem wir Sachen verbessern können. Zum Beispiel
Alofs. Robe und Durins Robe. So. Also für Idea möchte ich gerne auf den Sumpfdrachen warten. Sagani könnten wir noch was geben. Oh ja, Kanna könnten wir auch. So, verstärken. Was für Resistenzen? Er hat Hieb und Wucht, hat er extra. Das heißt, wir geben ihm noch Stichresistenz. Und Attributsboni-mäßig. Zeig mal, was hat Kanna so? Könnte er wirklich Gewandtheit gebrauchen? Ja, Gewandtheit für Kanna. So. Sagani könnte auch noch einen Attributsbonus gebrauchen. Ein bisschen Entschlossenheit vielleicht. Verfassung. Wäre ich eigentlich fast für Verfassung. Weiß er gar nie. So. Zwei von den Wälzern. Hierhin, die anderen drei zu mir. I'm here. Zum Verkaufen. Gut. Dann sind jetzt hoffentlich mal die Kopfgelder erledigt. Last thing that. Ja, ja, du uns meckert wieder. Ivarias ist in einer Runde auch fertig. Wir sind kurz vom Level up. So, dann gehen wir mal ab. Well met, friend. Gute Jagd, hoffe ich. Was kann ich für dich tun? Isli ist tot. Ich werde einem von Dominus Agenten Bescheid geben. Hier ist die Belohnung, die sie auf sie ausgesetzt haben. Jupp. Und sonst noch was? Ich bringe einen Nahrungskorb. Gut, das Letzte, was wir brauchen können, sind Medien, die mit antiken Maschinen herumhantieren. Dabei kann nichts Gutes herauskommen. Hier, bitte sehr, du hast es dir verdient. Es gibt einen Tag weniger auf der Welt. Serkal ist tot.
Ah, grauenhafte Kreatur. Was, wenn der Kunde ihn nicht haben will, stopfe ich ihn vielleicht aus und hänge ihn mir auf. Hier ist dein Kopfgeld. Was gibt es für neue Kopfgelder? Nichts, womit ich dich belästigen würde. Jeder Gesetzeslose, jedes Monster und jeder Scharlatan scheint deinetwegen den Dürrwald zu meiden. Ja, das war das letzte Kopfgeld. Juhu.